So. Ja, so, liebe Freunde, Hallöchen, Pupuchen und damit herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ja, was soll ich sagen? Ich habe keine Drähte mehr. Das wird ein bisschen problematisch. So, was haben wir denn hier? Ja, ich müsste mit der Hauptquest mal weitermachen. Ist, glaube ich, auch das nächste. Bis auf die Jägerprüfung. Aber... nützlich für eine alte... kriegen wir hin. Outfits modifizieren. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, Wildschwein und Metallscherben, Echohülse und Fischgräten. Oh, die trifft die Ratte nicht. Ist aber nicht so schlimm. Na gut, wollen wir mal nach Meridian? Ist ja immer ein ordentliches Stück. Und ja, ich will es gar nicht so laut machen. Also für euch wahrscheinlich, ja, für euch nicht, machen wir die Kopfhörer ein bisschen leiser. Das kriegen wir hin. Nee, ich weiß gar nicht, was los ist. Bei mir aktuell. Ich habe irgendwie einen leichten Husten, den ich nicht wegkrieg. Talisman gibt. Ja, ist Money. Ist jetzt auch nicht so extrem. Ich brauche auf jeden Fall wieder Drähte. Das ist, glaube ich, die größere Herausforderung. Das bedeutet eigentlich, müsste ich mich auf die Suche nach einem Händler begeben. Oder müsste mal gucken, dass ich ein paar Maschinen jage. Das Problem ist, ohne Scharfschusspfeile brauche ich gar nicht großartig anfangen. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ja, Schwäche Feuer ist zwar schön und gut, aber... hoffentlich kommt er jetzt nicht her. Doch, kommt er. Warte. Warte mal, gibt es vielleicht nicht eine Fertigkeit? Konzentration plus schneller. Nee. Sieht jetzt nicht danach, nicht nach irgendwas aus. Schade. Ich dachte, es gibt eine Fähigkeit, womit die nicht so schnell nach mir, nicht so lange nach mir suchen. Ich will mich halt jetzt auch nicht unbedingt mit dem anlegen. Noch nicht. Noch ist er am Suchen. Also mir juckt es ja schon in den Finger. Die Frage ist nur, macht das Sinn? Das ist auch noch ein Schnappmaul, das hat sich gut... Der sucht nur nach mir. Der hat gut gefressen. Ja.
Dem ist aber auch... Nee, der Eisbeutel ist bei dem noch intakt. Das ist der angeschlagen. Das gefällt mir halt nicht, weil er jetzt alle sind. Warum? Warum war ich sichtbar? Ich will erstmal den da hinten fertig machen. Oh Leute, das könnt ihr nicht mit mir machen. So, den einen haben wir schon mal fertig. Okay, die wissen nicht, dass ich hier bin. Das ist gar nicht so verkehrt. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt schon so viele Probleme mit einem hatte... Wie viele Probleme werde ich mit allen bekommen? Eigentlich jetzt durch das Brennen so sterben. Guck mal, ich habe sogar eine neue Stufe erreicht. Wenn du mich sowieso gesehen hast, kann ich dich auch verbrennen. Ich weiß nicht, wie du mich jetzt erwischen konntest, aber okay. Flammenwoll sollte eigentlich den Rest machen, aber... Jawoll! So, okay. Wunderbar, das lief besser als gedacht. Ich will zwar nichts sagen, aber ich bin sehr froh, wie es gerade gelaufen ist.
Warum bist du schon kaputt? Vor allem warum? Au! So. Na gut. Ich habe zwar keine Ahnung, aber es gab gut Drähte. Aber ich glaube... ja gut, es gab jetzt keine Drähte. Das bedeutet, theoretisch habe ich jetzt einen Reihenverlust gemacht. Die Nacht wird wahrscheinlich noch länger. Ach Quatsch. So, das gab aber gut Ressourcen. Also wir sind jetzt... Doch, doch. Muss ich sagen, ich bin relativ happy mit der Ausbeute. Jo. Wildschwein, Echohülse und Fischgräten. Ich glaube nicht, dass es hier Fische gibt. Dafür ist das Wasser, glaube ich, zu schnell. Aber da ist noch ein Wildschwein. Das würde ich mir gerne noch schnappen. Eigentlich müsste ich meinen Medizinbeutel wieder mal auffüllen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das stimmt, mein Schätzlein, aber... Wir brauchen davon eine Menge. So, hier habe ich alles gelootet. Da ist noch ein Fuchs, den brauchen wir jetzt nicht zwingend. Weil ich denke mal, es ist einfacher, wenn ich mir die Tränke kaufe... anstelle die selbst herzustellen. Ich finde es zwar gut, dass man die auch selbst herstellen kann, aus Materialien, ja, die man sammeln kann. Okay, die kamen alleine zurecht. Das ist schön. Aber es war jetzt auch nur... Es war jetzt auch nur ein Langbein, also entspannt euch mal, Boys. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ja, nicht, dass der Typ auf falsche Gedanken kommt. Ich meine, komm schon, Aloy. Unsere Gegner fürchten uns aus gutem Grund. Das ist okay, solange ihr mich nicht als euren Gegner ansieht und ihr mir nichts Böses wollt, muss ich euch nicht vernichten. Ganz einfach. Blümchen pflücken, das mache ich doch ganz gerne. Das mache ich mit Entzücken. Das hätte sich gereimt, aber den Reim jetzt noch zu bringen wäre lame. Dementsprechend, ja, lassen wir das mal lieber. So, was ist denn da vorne los? Das ist doch nur ein Wächter. Langbein. Ach, für einen Wächter verschwende ich noch nicht so einen Pfeil. Obwohl das eigentlich die Krieger selbst machen können. Ich meine, komm schon, das ist ein Wächter.
Bin mal so frei, ne, Boys? Ja, ihr macht für das nicht. Sonnenreich für Meridian. Das ist super. Hase, Waschbär. Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. Die Aufnahme selbst muss ich erstmal so ein bisschen nach Gefühl machen, weil ich Vollidiot mal wieder vergessen habe, einen passenden Dingsbums einen Timer laufen zu lassen. Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, ich habe um 10 angefangen. Ja, Samstagmorgen 10 Uhr. Ich habe Bock auf Horizon Zero Dawn. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Das sagst du uns öfters, Aloy, und ich gebe dir immer wieder recht. Was haben wir denn hier? Na, Plünderer, das geht noch. Ah, wollte schon sagen. 24 Damage, das sieht nicht nach meinem Scharfschussbogen aus. Die Frage ist nur... Wie nah kommen die jetzt noch? Ich will zwar nichts sagen, aber das sind doch gefühlt viele. 5 Stück. Euch einfach um eure Sachen. Na gut, ey, Leute, wir haben sie ja eigentlich gemacht, Mädchen. Aber... Fangen wir endlich an. Also das Versteck nützt hier jetzt gar nichts mehr. Vielleicht kann ich den so ein bisschen austricksen. Auf der anderen Seite, wenn der beschäftigt ist, nützt den doch eigentlich. Nicht schnell nachsetzen? So, der ist hinüber. Super. Das lief doch ziemlich gut. Ja, ja, nee, ich bin eigentlich zufrieden, dass, ja, so kann ein Spiel laufen, wenn man sich mal ein bisschen konzentriert und auch manchmal zwischendurch die Fresse hält. Von daher, ich habe mir eigentlich mal überlegt, so ein paar Games rauszubringen oder zu spielen, wo ich einfach nur... Eieiei. Wo ich einfach nur ein bisschen stiller bin. Oder generell einfach mal dunkles Gameplay. Schnappmaul, Schnappmaul, Schnappmaul. Oh, das ist übel. Aber die geben halt viele Drähte, ne? Also das kann man natürlich sehen, wie man will. Aber wenn ich die benutze, müsste ich eigentlich mit den Drähten einen Reingewinn machen. Verkehrt. Ja.
Also sie haben gut Damage gefressen. Das war ein guter Gruppenschaden. Da haben sie jetzt auch selbst so ein bisschen geschadet. Die Frage ist, kriege ich das nochmal hin? Das wäre nämlich optimal. Jetzt. Jetzt zum Beispiel den hier. Und der macht auch nochmal Bumm und dann trifft er auch alle mit. Gefällt mir nur nicht, dass der jetzt hier auf dieser Seite rumgammelt. Und hier gibt es jetzt keinen. Ich weiß nicht, ob der nochmal explodiert. Wahrscheinlich nicht. Warum habe ich nicht getroffen? So, die müsste ich jetzt eigentlich. Komm, wenn der jetzt explodiert, der muss doch irgendwie explodieren. Oder sind die alle schon explodiert? Warte mal, ich könnte doch eigentlich. Na komm schon. Ich hab zwar deine Schwachstelle getroffen, aber ist okay. Was zum Geier? Warum mache ich bei dem kein Damage? Ja, jetzt auf einmal, ne? Au! Das hat wehgetan. Zu sehr. Fuck! Kacke. Blöd gelaufen, aber es war auch meine Schuld. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Weil ich einfach verkackt habe, okay? Ich habe es einfach verschissen. Ich habe einfach nicht auf meine Gesundheit geachtet und habe die Aloy halt rücksichtslos sterben lassen. Mit dir. Weg mit dir. Das war keine Warnung. So, ja, die habe ich natürlich gesehen. Thank you.
Das lief beim letzten Mal besser. Ich brauche dringend einen besseren... Also entweder brauche ich generell einen besseren Bogen. Oder ich brauche bessere Spulen für den Bogen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, wie gut der Bogen jetzt halt noch rumläuft. Aber ich muss halt Zeug sammeln, ne? Also es ist halt nicht so, als könnte ich sie jetzt einfach hinten anstellen und einfach jetzt die Story durchrushen. Was soll ich machen? Das ist schön. Ich will eigentlich nur gucken. Ja. Perfekt. Ja. Hier brauche ich nur noch Metallscherben, Reinholz und Echohülse. Und hier Fischgräten. Das bedeutet, ich muss eigentlich nur noch ein paar Fische jagen. Sollte der Käse eigentlich gegessen sein. Die Frage ist nur, wie... Ja, wie häufig sind die? So, gut. Wie viele Drähte habe ich denn jetzt? Weißt du was, drauf geschissen. Mit den Schnappmäulern will ich mich noch nicht anlegen. Ich will erstmal gucken, dass ich nach Meridian komme. Ja, ich hör's. Hubbeldi-Gubbel. Aber brauche ich nicht. Es ist schon eine sehr lebendige Dingsbums. Fuchs und Wildschwein brauche ich jetzt nicht zwingend. Aber... Das nehme ich doch mit. Loch. So. Gar nicht mal schlecht. Hat er mich eiskalt getreten? Die Drecksau. Ich sollte wirklich auf Dingsbums bleiben. Du hast mich doch erst hier rüber gelotst. Warum denn jetzt schon wieder darüber? Ich war auf der Sache. Oh, komm schon, Wegfindung. Das ist gemein. Nicht nett. Nein, nein. Nicht nett. Aber ja, hier lang muss ich. Ich erinnere mich. Wollen wir mal schnell speichern. Hallo. Außerdem sorgen doch überall für Ärger. Ich halte meine Augen offen. Das machst du gut. Hat zwar kein, noch offiziell keine Ahnung, wer die Osseram sind, aber von mir aus. Yo, Boys. Hallöchen. Ja. Hallöchen. Popöchen. Eine voll bewaffnete Nora-Kriegerin rennt erstmal mit Pfeil und Bogen in die Stadt. Und als Wache machst du erstmal gar nichts. Ja, tobt dich nur aus. Sag mal was trinken, Entschuldigung. Mal gucken, ob ich in die Stadt komme. Wer bist du denn? Du siehst so anders aus. Hm? Alles dem Verrückten. Alles dem verrückten Sonnenkönig zu verdanken. Aha.
Interessant. Wir alle haben im großen Zusammenhang der Dinge unseren Platz. Na dann, und du hast deinen Platz an der Wache. Das ist super. So, Lagerfeuer entdeckt. Ja, das ist schön. Das wünsche ich euch auch. Das ist eine Gans. Das ist aber ein Nutztier. Es tut mir leid, aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Wirken. Eine tolle Show. Speichern wir mal. Wollen wir mal gucken, was hier ist. Das ist eine Frechheit, ein langer Tag. Wir sind treue Bürger. Okay. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen und warten, hä, bis alles verdirbt? Ich dachte, Meridian wäre... Tja. Verkauf gegen Metallscherben. Zum Verkauf. Zum Verkauf. Zum Verkauf. Zum Verkauf. So ein bisschen sieht man den Dingern das hier an, ne? Was man da so verkaufen kann, ne? Habe ich hier noch irgendwas? Plündererlinse, Graserlinse. Kann ich mal ins Decken verkaufen? Bei einem Wildschweinknochen bin ich mir nicht so ganz sicher, aber eigentlich... Ich glaube, Linsen brauche ich gar nicht so viel. Metallgefäß, Metall... Das sind alles so... Ja, das sind... Schwierig, weil das eigentlich alles... Na gut, so viel Zunder brauche ich nicht. Ich will zwar nichts sagen, aber das war doch gut. Was brauche ich? Echohülse, ne? Offen für alle Karten. So. Hier brauche ich jetzt nur noch... Reinholz. Das Problem ist, ich kann nicht mehr so viel mit Hülsen verkaufen. Fernangriffsschutz. Da habe ich was Besseres. Schock, Fernangriffsschutz, Eisschutz, Verderbnis, Eis. Eis. Man kann eigentlich... Speerschaden, Insgesamtschaden. Was? Ich will mal gucken. Rohstoffe. Was da passiert ist, hat... So. Super, dann ist der auch schon mal fertig. Das bedeutet, eigentlich brauche ich nur noch Fischgräten. Nichts mit uns zu tun. Oh, meine armen Füße. Ja, ihr könnt doch die Händler dann nicht so draußen stehen lassen. Wie die schon sagten, Leute. Wenn ich nicht bald ausliefere, kündigen meine Kunden ihre Verträge. Ja, das könnt ihr doch nicht bringen. Macht immer die am meisten Ärger, bei denen man es am Leben. Was ist hier los? Olin ist irgendwo da drin. Und auch Erend. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Ja, das werden wir auch noch sehen. Die Frage ist jetzt allerdings, lassen die uns hier rein? Das ist meiner Meinung. Das soll weitergehen, wenn ich in einem Monat hinleite aus Baden. Viel Glück beim Durchkommen. Okay, wegen des Mordes. Was ist denn da passiert? Erstens, was ist da passiert? Zweitens, ich habe keine Ahnung. Halt! Was ist los? Der sieht nicht gerade glücklich aus. Stopp! Genau da! Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkamp-Pass. Oh je. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot?
Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz, macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Ja, fast nicht. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Ehrlich. Jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Ha. Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Ach, Erend. Ich, hab auch jemanden verloren. Bei der Erprobung. Mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob's das besser macht? Ja, wie kommt das? Ja, was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört, dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich, wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen. Aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht, wo. Ich hätte meinen Controller mal gibt sauber machen sollen. Gibt es einen das ist voll Ort, staubig. Wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange naja, ich als Zeuge dabei bin. Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Okay, dann komm. Erend ist super. Ich weiß nicht warum, der ist ein cooler Buddy. Jetzt kein, den ich so als Dame... Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ins Bett nehmen, reinsehen? Ich trinke nur. Ich denke nicht, ich trinke nur. Aber ich glaube, das war so ein kleines, so ein bisschen... Guck mal, die Fußspuren, die hinterlässt. Ist sie eine Nora? Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich jeden in die... Ich würde dir am liebsten einen Sperr in die Muschi rammen, olle Fotze, ey. Was glaubst du, wer die ist? Wie lange noch will er Wart sich in seinem Palast verstecken? Blut für Blut! Rache für Ersa! Wie lange noch will er Wart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr! Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen! Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt! Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis! Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen! Tja. Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Ja. Ja. Also wenn der nicht drüber sprechen will, dann ist das in meinen Augen aber okay. Nee, was ich eben sagen wollte, Erend ist eigentlich ein ganz, ganz lieber. Er ist ein bisschen versoffen vielleicht.
Aber er hat das Herz am rechten Fleck. Okay, wie kommen wir da rein? Oh, das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Tja. Ich will zwar nichts sagen, aber na, die FPS sind stabil. 80, na, nicht ganz. Ich hab Drops. Lass gut sein, Mädchen. Familienporträt. Das scheint ein Bild von Olins Familie zu sein. Das ist doch nicht schlecht. Warum kommt da eine... Wie kommt da überhaupt eine Leiter hin? Hier ist ganz schön viel Metall. Könnte genau groß und schwer aus. Nur ein kleiner Schubser. Das war gemein. Jetzt drück, Aloy! Aber kack dir nicht ins Hemd dabei. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Ja. Autsch. Das war subtil. Na gut. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Also er hatte einen guten Grund, das zu tun, was er getan hat. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Meine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Okay. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Gut. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das Gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren, über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Jupp. Ja, ich glaube, so war's. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt... Geh aus dem Weg, Erend. Denn ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid, aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Komm, den helfen wir.
Guck mal, der hat uns geholfen. Er hat uns in die Wohnung seines Freundes, ist mit uns eingebrochen, nimmt es uns nicht übel, dass wir ein bisschen Rambazamba gemacht haben. Und hat uns von der Wache... hat der Wache den Sack gestutzt, als sie uns begrapschen wollte. Dieser Ort riecht anders als alles, was ich kenne. Ist das irgendein Gewürz? Du bist eine Fremde. Nora, wie es aussieht. Und bestimmt auch Maschinenjägerin. Ja. Das kann man wohl sagen. Na dann hör dir einen guten Rat an. Scher dich nicht um die Jägerloge. Wer kein Kaja ist, kann dort niemals aufsteigen. Das klingt, als sollte man in der Loge mal aufräumen. Vielleicht, aber ich werde das nicht tun. Wenn du hingehst, hinterlass ihnen einen traditionellen Banuk-Abschiedsgruß, mir zu Ehren. Okay, wie geht der? Ein Banuk-Abschiedsgruß? Was ist das? Piss auf den Boden. Am besten dort, wo sie es erst merken, wenn es richtig stinkt. Alles klar, das machen wir. Na ey, Leute, da strüllen wir erstmal auf den Boden. Okay, okay, gut. Bevor ich jetzt hier großartig rumeier, was sagt denn die Hauptquest? Finde Olin bei den Ausgrabungsstätten Rache der Nora, begib dich zum Roten Echo mit Val und Sona. Nebenquest, Aufträge in fremde Landen, das ist ja dann schon DLC, das ist klar. Vermissten Krieger in Teufelsdurst. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal... Wir helfen jetzt erstmal Erend. Bevor ich es vergesse. Einfach aus dem Aspekt, weil Erend eigentlich ein ganz cooler ist. Pickup im Ritt. Das brauche ich eigentlich nicht. Ich reite so selten. Präzision ist vielleicht gar nicht schlecht. Was haben wir hier? Niederschlagen. Zurückschlagen. Wenn Aloys Gesundheit niedrig ist. Schlagen Maschinen schneller nieder. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Aber ich will erstmal das hier machen. Doppelschuss und Dreifachschuss. Dann muss ich nämlich das hier machen. Ich weiß nur nicht, was es damit zu tun hat. Aber ist okay. Ich würde sagen, wir machen hier... Speicher jetzt nochmal schnell. Und dann machen wir mal hier einen Cutty. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ich habe keine Ahnung, wie lange es gedauert hat. Ist mir auch egal. Ich hatte Spaß. Bis zur nächsten Aufnahme. Ich mache erstmal meinen Controller sauber. Der ist nämlich voll staubig. Als hätte ich den wochenlang nicht benutzt. Dabei stimmt das nicht. Bis gleich. Oder bis zum nächsten Mal.